Du da draußen, du bist doch auch ein Auto- oder Motorradposer. Glaubst du nicht? Wetten? Autoposer bist du dann, wenn du unnötigen Lärm im Sinne von § 30 der Straßenverkehrsordnung verursachst. Unnötig ist der Lärm, wenn er über die sachgemäße Benutzung des Fahrzeuges hinausgeht. Die Gerichte fordern keine exakte Geräuschmessung. Es reicht zum Beispiel die Zeugenaussage eines Polizisten. In Frankfurt ist der Fahrer einer Harley-Davidson zu einer Geldbuße in Höhe von 100 Euro verurteilt worden. Sein Motorrad hatte eine Klappenabgasanlage und er fuhr mit geöffneter Klappe durch die Frankfurter Innenstadt. Das ist natürlich unnötiger Lärm. Der hätte vermieden werden können, wenn die Klappe geschlossen gewesen wäre. Klingt logisch. Also jeder von euch mit einem Fahrzeug mit Klappenabgasanlage, die manuell geschaltet werden kann, ist Autoposer, wenn diese offen ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Abgasanlage eingetragen ist oder nicht. Das Hochjagen des Motors im Leerlauf und beim Fahren in niedrigen Gängen. Das Halten mit laufendem Motor über eine längere Zeit. Das unnötig schnelle Beschleunigen des Fahrzeuges beim Anfahren. Sehr starkes Beschleunigen mit durchdrehenden Reifen und plötzliches Abbremsen mit Reifenquietschen und hohe lärmverursachende Kurvengeschwindigkeit ist nach der Auffassung der Gerichte unnötiger Lärm. Ihr habt Streit mit eurer Partnerin, sie will nicht, dass ihr immer mit eurem Auto so rumpost. Wut entbrannt verlässt sie das Auto an der nächsten Ampel und schlägt die Tür krachend zu. Das ist auch unnötiger Lärm. Gleich Autoposen, glaubt ihr auch nicht? Steht in § 30 Absatz 1 Satz 2 der Straßenverkehrsordnung. Der Spaß für dieses unnötige Posen kostet dann mindestens 80 Euro. Fahrt ihr innerorts unnötig hin und her, kostet es 100 Euro. Also, alle mal in den Kommentaren melden, die schon einmal mit ihrem Fahrzeug gepostet haben.